Chiagu. Chiagu und Soho Bani. Es ist eine geile Mischung, muss ich sagen, ne? Das ist wirklich eine gute Mischung. Soho hat eine unglaubliche Energie. Ja, okay, über Chiagu müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden. Hat auf jeden Fall dieses Jahr gut abgeliefert, muss man sagen, ne? Der letzte Song, den wir gehört hatten, war Bubu, du lebst, ne? Mietfrei in meinem Kopf. Produziert von Downer und Ericsson Theater heißt der Song. Okay. Moritz Downer, Lex Barky natürlich in dem Stem Mastering drin gewesen. Video von Versus. Okay, ich bin gespannt. Theater. Das Ding ist halt, die haben halt beide einen Schaden, ne? Es könnte ein sehr, sehr witziges Video werden tatsächlich. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Der Remi lässt mich fliegen wie ein Faser. Und wir sind nicht wie du, der kann ein nicht mal eine Faser. Ich fahr sehr suff in der Nacht zum Club. Mache, was ich will und das ist 18 plus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen, was diese Musik angeht, so ein bisschen verliebt. Ich habe gerade sehr viel mit Reflections zusammen produziert. Der hatte ja den einen Song anders, glaube ich, von Agu produziert, ne? Ich muss sagen, ich liebe diese Richtung irgendwie. Ich weiß nicht, ich find das irgendwie ganz geil. Tatsächlich. Also, ich fahr sehr suff in der Nacht zum Club. Mache, aber auch nur, wenn ich's produziere, glaube ich. 18 plus. Halte zu, mein Jungs, fick dein Nazis. Es ist halt immer noch so, dass ich sowas privat immer noch nicht höre, ne? Ich find's nur zum Produzieren tatsächlich geil. Muss dicker tanzen, macht schon Bock, aber Narzissmus. Machen Theater wie das Eidinger. Auf der Heiß verkaufe einem Turi zwei Dinger für ein 30er. Ey, ist aber Abzug, ja? Zwei Dinger für einen 30er. Ich finde Agu, jetzt egal, ob man diese Musik mag oder nicht, ne? Ich finde, er ist halt von den, ja, Lyrics ist jetzt vielleicht ein bisschen auch allgemein gehalten, aber so von seinen Reimstrukturen, Reim, Wortspiele und so weiter, ist der schon echt gut, ne? Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute halt einfach nur diese Hits sehen oder diese, ja, diese Abtempo-Geschichten, aber die merken gar nicht, dass der Typ lyrisch halt schon stark ist, so, weißt du? Geraucht, bin ein geiler Macker und ich weiß das auch. Ich sag so, Brudi, ich ficke das Soho-Haus. Doch war letztens mit einem Model dort im Drogenrausch. Okay, Soho-Haus ist in Berlin. Dieses teure Ding, wo nur Stars sind. So, auf die Eins geh ich mit Soho drauf. Sind keine Leichenschänder, aber wir holen Toten raus. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Remi lässt mich fliegen wie ein Faser. Und wir sind nicht wie du, die kann ein nicht mal eine Faser. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Remi lässt mich fliegen wie ein Faser. Wir sind nicht wie du, die kann ein... Ich muss sagen, ich mag seine Stimme, aber irgendwie finde ich den Beat gerade nicht so geil. Hey, ich dachte irgendwie, das wird ein bisschen mehr knallen irgendwie. Nicht mal eine Faser. Schrei laut. Liegt das vielleicht an YouTube? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das liegt an YouTube. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Stimme ein bisschen lauter war. Deswegen hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, ich habe die Drums nicht so richtig. Ja, doch, schon gehört, aber die waren leiser, meine Güte. Hi, auf der Stage schreibe ich sehr. Zerstör meine Nummer 1, doch hab noch drei mehr. Holy shit. Wie lange sind die bitte auf der 1 gewesen? Holy. Sei denen gegönnt, ganz ehrlich, sei denen gegönnt, mit Liebe, Liebe gegen Hass, gegen die ganzen Leute, die einfach nur Hass verbreiten, ja, einfach nur dafür die ganzen Einser. Geil. Mit alten Apple-Kabel, in ist Eisbär, Berlin wie Fortnite, weil mein Kreis wird immer kleiner, ja. Digga, diese Fortnite-Line, ne, muss ich ehrlich sagen, die haben wir schon oft genug jetzt gehört, ne. Dass der Kreis immer kleiner wird, ne, wie bei Fortnite oder wie bei Battle Royale oder sonst was, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon zu den Corona-Zeiten von Kolle, glaube ich, als Zeile. Einmal kennt mich jeder. Sie nennen mich August, doch wenn ich sie. Was macht denn? Oh nein, hallo kleiner Mann. Wer bist du denn? Und auf einmal kennt mich jeder. Einfach Raccoon. Sie nennen mich August, doch wenn ich sie nie gesehen habe.
Haut, heute machen wir Theater. Auf der Street wie Kleber gehen. Dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Ich muss sagen, ich mag den Vibe. Wir sind nicht wie du, dir kann er nicht mal eine Faser. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Okay, tanzen. Und der Remi lässt dich fliegen wie ein Faser. Wir sind nicht wie du, dir kann er nicht irgendwie mal eine so. Faser. Schrei laut, schrei laut, schrei laut. Okay, ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, so, das macht schon, glaube ich, Laune, so live oder im Auto, so. Es ist halt leider echt nicht meins, ne? So, also, dass ich das privat höre, ich glaube, ich würde komplett bescheuert werden. Ich könnte mich nicht mal mehr konzentrieren beim Autofahren. Ich glaube, ich würde einfach so fahren und die ganze Zeit mit dem Kopf so, und das ist echt gefährlich. Deswegen höre ich das auch, glaube ich, einfach nicht, ne? Theater, schrei laut, schrei laut, schrei laut. Wir sind nicht wie du, die kann ein, nicht mal eine Faser. Ich mag das Video. Wollte ich gerade eben sagen. Junge. Ich finde diese gated Synths im Hintergrund, dieses. Da habe ich ja schon mal gemeint, das erinnert mich so an die Anfangszeiten, ne? Justin Timberlake mit Timbaland zusammen, so My Love und so weiter. Kommt aber natürlich aus einem Trance eigentlich, ne? Und da muss ich sagen, irgendwie finde ich das ganz geil, muss ich sagen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Am Anfang fand ich es ein bisschen zu lash irgendwie. Aber ich muss sagen, genau das finde ich eigentlich gerade zum Ende hin am geilsten. Weil irgendwie. Es hat so eine Atmosphäre, finde ich. Ja, diese Hosen, ne? Sag, was machst du, wenn die Wunderkerzen aus sind? Wenn der letzte Tropfen fällt, der im Bauch. Oder ganz ehrlich, die haben so einen Spaß in ihrem dicker Leben. Dicker Tanz, schmachen, dicken Tanz. Sag, Herr Schwanz, Dicker. Dicker Tanz. Meine Moves kommen schwer, so wie 100 Kilogramm. Ich bin geil geworden, weil der DJ macht mich an. Dicker Tanz, ich mach einen dicken Tanz. Oh. Okay. Ich dachte halt, der singt auf einmal dann dicker. Hätte irgendwie, weiß ich nicht, hätte auch zu ihm gepasst. Ach Mann, ich bin ganz ehrlich, ich bin dankbar. So für diese Leute, die einfach immer noch gute Laune haben, einfach Spaß haben, immer noch an Musik so. Und wie gesagt, Chiago als jetzt rein als Rapper gesehen, finde ich stark. Ich finde den Typen echt gut. Ich habe den am Anfang echt auch in so eine Schublade gesteckt und muss sagen, danke an Boss Explosive, der mich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gelenkt hat und mir gezeigt hat. Ich fand's cool. Zum Ende immer mehr tatsächlich. Anfangs war ich noch nicht so drin, aber ich glaube, das liegt auch da drin, dass wir einfach gerade sehr viel Kapi und Farid und weiß ich nicht was hören, ne? Deswegen, also, muss man da mal ein bisschen offener sein, ja?